So, hallo. Ein zweites Mal wünscht euch der Preußensonder einen schönen guten Abend. Ich bin jetzt zu Hause und ja, jetzt werden wir mal mein Täschchen auspacken. Das kleine Täschchen. Dort ist es. No. So, dann können wir gleich erstmal anhalten. Ich brauche meine Kopflampe. Ich gleich weiter. So, und weiter geht's. Ich habe nämlich jetzt erstmal die Kamera richtig eingestellt. Da war ja nichts eingestellt. Deswegen hat das vorhin wahrscheinlich auch nie geklappt. So, hier ist ein Little Cook eigentlich in meine Schrott, auf meine Schrottseite. Aber den Müll und den Schrott, den habe ich schon rausgepackt. Nee, mit Lampe im Mund ist auch nicht gut. Deswegen ja Kopflampe, stimmt. Doch, macht Sinn. So, was ist denn das? Ja, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen. Das ist irgendein. Das könnte eine alte Fahrradklingel sein. Oder so. So, packen wir mal dahin. Ja, dann habe ich hier jede Menge. Hier diese blöden Hülsen gefunden. Alles schön leer. Da, alles leer. Ich nehme. Würde niemals irgendeinen vollen Kram mitnehmen. Niemals. So, der Mist. Ja, wie gesagt, da war auch jetzt nicht weiter. Die entscheidende. Ja, hier meine Lieblings. Da, genau. Die. Das böse Beispiel. Diese beiden bösen Sachen. Und da muss ich jetzt nochmal kurz über meine neue Sonde meckern. Oder, ja, Sonde oder Suchspule ist vielleicht besser. Von dem Garrett, die Originalspule, die kleine, hässliche, hutzlige Spule, mit der konnte ich wirklich dieser komischen Abreißlaschen, ist ja keine Abreißlasche, aber diese Teil hier und die Kronkorken, die konnte ich wirklich, perfekt wäre übertrieben, aber die konnte ich wirklich ausblenden und das geht mit der Doppel-D-Spule geht nicht. Ich weiß nicht warum, es geht einfach nicht. Ja, das ist, ja, weiß ich nicht, was das ist. Das ist ein Ring zum Einschrauben und dann kann man da durchgucken oder was. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was ich allerdings glaube, dass das ziemlich alt ist. Ja. So. So, war hier noch irgendwas? Nee, der Rest ist Müll. So, Leute. Und hier oben. Da ist was Geiles drin. Ich habe nämlich ein Schmuckstück gefunden, wo ich einfach mal annehme, dass das aus Silber ist. Ich sehe das schon. Guck mal, da seht ihr das schon. Durchlucken. Seht ihr das? Das bestand aus mehreren kleineren Einzelteilen. Ja, das ist ein wunderschöner Schlüssel. Ist das Ding jetzt irgendwie gezoomt? Der wirkt so groß. Oh ja, natürlich. Deswegen diese Probleme, diese unnötigen. Was haben wir hier? Ja, das war auch sehr enttäuschend. Das gab auch ein Riesensignal und das war richtig tief. Ich dachte erst am Anfang, dass das wieder was. Ist da ein Muster? Da ist ein Muster drauf, sehe ich gerade. Na, können wir das? Kriegen wir das? Da ist tatsächlich ein Muster drauf. Vielleicht. Also ich wollte gerade sagen, das sieht mir so aus wie so ein Teil. Ich hatte doch da eine Preußen, wie heißt denn das? Mein Preußenadler, wie heißt denn das Ding? Eine Pickelhaube gefunden. Und das sieht aus wie so ein Seitenteil von so einer Pickelhaube. Die im Übrigen, also nicht die Pickelhaube, aber mein Preußenadler ist hier drin. Hatte ich ja auch groß angekündigt, den baue ich zusammen. Ey, ich habe da zwei, drei Versuche gestartet. Ja, bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen, aber ich musste zusammenkriegen, das Ding, unbedingt. So, hier sehe ich, wie gesagt, dass hier ein Muster drauf ist. Tja. Quasi ein Ziermuster. So, wir machen mal jetzt hier, ja, voll runter. So, wir machen mal jetzt hier ein bisschen schneller. So. Ich habe gefunden.
Einen Bleisoldaten. Geil. Das ist im Übrigen jetzt mein dritter. Die Frage ist, ist das ein Wehrmachtssoldat? Wenn dem so ist, hat er nämlich zwei Kumpels. Und zwar genau er, der im Übrigen in den nächsten Minuten wahrscheinlich sein K98 verlieren wird, sofern das ein Wehrmachtssoldat ist. Ich sage mal, warum ich da echt Zweifel habe. Wenn man sich den Helm betrachtet, naja gut, vielleicht ist auch, guck mal, der Apfel, den habe ich auch gefunden. Im Wald. Oh, ist das eklig, wa? Nee, ich glaube, den werde ich wohl wegschmeißen. Da war noch ordentlich was dran. Komm, Apfel, du bist ja wirklich eklig. Wenn man sich mal bei dem Gucktyp hier den Helm anguckt, ich meine, ich werde es einfach nicht gezoomt bekommen, dann sieht es schon in etwa wie ein Wehrmachtshelm aus. Also, eins ist mal Fakt. Oh, jetzt haben wir es. Da. Also, das ist schon andeutungsweise, ist das ein Wehrmachtshelm? Denke, kann man erkennen. Und ich finde, dass man das bei ihm nicht erkennen kann. Ja, nun kann das natürlich auch einfach nur blöd gegossen sein oder wie auch immer. Also das ist ja. Ja, ich will jetzt nicht ständig über das Zoom meckern, aber ich könnte ständig meckern über das Zoom. Ist ja furchtbar, ey. Ich finde, das sieht nicht aus wie ein Wehrmachts. Helm, aber ich denke mal, das wird die gleiche Truppe sein, oder? Was sagt ihr? Ich denke mal schon. Der Waffenrock, naja, doch, doch. Guck mal, die haben bietet so ein kleines kurze Dröckchen an. Warum hat der Soldat mit dem Fernglas, warum ist der völlig nackt? Der ist ja unbewaffnet, sag mal. Was ist mit dem los? Kann doch nicht sein, dass hier nur geguckt wird. Da hat er, glaube ich, sein Bajonett an der Seite. Das hat er wohl. Ja, Tatsache, das soll wirklich ein Bajonett. Ja, hat er. Kick an. Ja, und er hier. Sag mal, ist das der gleiche? Das sind die gleichen. Jetzt fällt mir das erstmal auf, wa? Nee, der ist ja viel kleiner. Was ist denn hier los? Oder ist das einfach nur, weil dem die Füße fehlen? Ist das einer von der gleichen Charge? Oder ist das eben doch ein. Ist das doch ein anderer Soldat? Nee. Jetzt haben wir es. Also der ohne Füße ist Tatsachen. Jetzt ist der doch gleich groß. Mann, verdammt nochmal. Nee, dann wird es doch die gleiche Truppe sein. Also die Beine gehören zusammen. Obwohl der Helm vom Hinteren auch nicht so schick ist. Aber die gehören zusammen und der wahrscheinlich auch. Und, na. Und die Beine sind wohl die gleichen auch, wa? Oder dieselben? Ja. Auf jeden Fall. Naja, gut, jetzt habe ich von der Truppe schon drei. Finde ich ganz interessant. Schau wäre natürlich gewesen, wenn ich jetzt noch von einer, ja, noch einen dritten anderen gehabt hätte. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, ich habe 10 oder so. Weiß ich ja, so in etwa. Ich habe mal. Im Internet habe ich mal die ganze Gang gesehen. Da liegt dann noch einer und dann schießt einer und weiß ich nicht was. So, das Thema hatten wir ja schon, war Schlüssel. Tja, ich würde sagen, der ist leicht angerostet. Auf jeden Fall. So, wo ist jetzt? Jetzt seht ihr hier nämlich weiter. Jetzt kommen wir aber wirklich zu dem interessanten Teil. Zu dem Schmuckstück, wo ich hoffe, dass das silbern ist und ich weiß, dass da auch was drauf stand. So, was haben wir denn hier noch? Hier sind teilweise auch noch Sachen drin, die ich heute ja nie gefunden hatte. Na, mal kicken. Hier ist die Nadel. Oh Mann, ey, also Leute, darüber freue ich mich ja wirklich. Dass ich die Nadel hier gefunden habe, finde ich wirklich klasse. Wie gesagt, als ich das Abzeichen vor ein paar Wochen gefunden hatte, und zwar genau dieses. Hatte ich auch die Nadel gefunden. Und
Ja, da weg einfach nicht drauf geachtet haben. Ich hatte mich so über dieses Abzeichen gefreut, dass mir dann zu Hause jetzt aufgefallen ist, dass die Nadel weg ist. Und wie ihr seht, passt das Ding aber sowas von akkurat genau darauf. Perfekt. Nadel und Abzeichen haben Hochzeit gefeiert. Ne, das ist irgendwie in der Automobilbranche. Wie ist denn das, wenn der Motor und der Chassis oder was? Jetzt schweife ich hier völlig ab, aber das nennt man Hochzeit. Die haben jetzt auch Hochzeit gefeiert. Du, das mache ich ganz einfach. Hier kommt ein Punkt Sekundenkleber ran und dann ist das Ding wieder dran. Ne? Aber es ist doch wirklich erstaunlich, ja? Dann sieht man auch wirklich mal, dass das ein echt super Metall sein muss. Wie gesagt, das lag da in dem Wald, ja, so ein bisschen unter Bäumen, das ist schon richtig. Also die volle Wucht des Regens wird das Teil nur nicht permanent abgekriegt haben, aber nichtsdestotrotz lag das 70 Jahre in der Erde. Und dann sieht das einfach mal so aus. Wirklich abgefahren. Die andere Seite hat ein kleines bisschen gelitten. Ja, das ist ein bisschen ölig, dass man das ein bisschen saftiger ja sieht, die Farben. Das war mal sicherlich eine ganz glatte Oberfläche. Punktuell sieht man das eben auch noch. Aber an den meisten Stellen ist das so aufgeraut, ja. Aber ist völlig wurscht. Ist völlig wurscht. Über dieses Abzeichen freue ich mich. Wenn ich mich recht erinnere, ich hatte damals mal so recherchiert, im Dritten Reich, Frauenbünde, ja, habt wohl nur zwei. Nun weiß ich nicht, ob es dementsprechend auch nur zwei verschiedene Abzeichen gab, also für den jeweiligen Bund schon, aber das wird sicherlich schon auch noch andere Abzeichen für Frauen eben haben. Aber eben Frauenbünde, ja, habe zwei und das ist hier das, wie hieß das, Frauenwerk, Deutsches Frauenwerk oder so. Na, ja, Mensch, das muss doch mal was werden hier. Na, das Rot ist auch noch gut zu sehen. Tja, ich werde gleich hochaggressiv. Also das klappt ja hier wirklich ganz hervorragend. Deutsches Frauenwerk, genau. Ich eier hier mal nicht so viel rum. So, nun gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist der Knopf. Live-Grabung, Knopf. Cool. Ja. Wie gesagt, in dem Wald findet man ja ganz viel so eine Sachen. Ne? Das ist ja mehr so. Das ist ja so Hausstand, ja. Das ist Spielzeug und man findet da auch kaputte Teller, Tassen und so weiter. Ich denke einfach, dass das durch Aufräumarbeiten der ganze Krempel dort in den Wald gekommen ist. Die haben da irgendwie wahrscheinlich in einem zerstörten Haus alle zusammengefegt und haben das in den Wald gekippt. Ja, da sind ganz viele Schaben und so weiter. Und da sind dann eben auch so eine Sachen untergekommen und ich habe ja da auch Silberschmuck gefunden. Und was nicht alles, ne? Und jetzt geht's ja hier weiter. Hier Schmuck. Jetzt kommt das erste Teil. Ja, ist das jetzt Silber? Das kann man schon. Also es ist Fakt ist, dass das schon mal so ein bisschen grünlich, so ein bisschen grünlich scheint. Also wenn es Silber ist, dann kann es kein hochwertiges Silber sein. Aber es hat auch ein gewisses Gewicht. Und was ich aus dem Wald noch. Ah, das ist Silber. Das ist Silber. Kick mal hier. Jetzt wische ich mal so ein kleines bisschen. Ah, das ist Silber. Aber ganz bestimmt. Und hier ist ein Muster drauf. Und ja, jetzt kommt noch mehr. Und ich weiß, dass da auch ein Schriftzug drauf ist auf dem Innenteil. So, ich habe das jetzt mal alles ausgepackt. Also. Hier ist dieses besagte Schmuckstück. Ja, hier ist so eine Kette. Ich dachte erst, dass das ein Armband ist, aber das kann nicht sein, weil das ist jetzt in dem Sinne nicht zum Einhängen. Und im Übrigen, ich habe eine Punze gesehen. Wo habe ich denn die Punze gesehen? Wartet mal. Ich glaube. Da ist er. Da wird auf jedem Silberstück eine Punze sein. Fakt ist, hier ist ein Schriftzug drauf. Da. Yeah.
ja, wir fahren. Und diese einzelnen Teile, die waren verbunden. Ne, seht ihr, dass da oben und unten was rausguckt? Ich habe den Eindruck, als wenn das Stoff wäre. Ja? Und so waren die irgendwie miteinander verbunden. Also ich säuber das mal noch und das werde ich auch heute noch hinkriegen, dass ich euch nicht im Unklaren lasse, was da drauf steht. So, wir gehen mal ganz kurz den anderen Krempel durch. Ansonsten haben wir wieder die 20 DDR-Pfennig. Da ein Wehrmacht-Zellplan-Knopf oder was weiß ich. Da, das ist ein Pferdekopf, ja. Ja, auch ganz süß. Fette Musketenkugel. Dann, ja, das ist wieder Deutsches Reich, denke ich mal. Ja, ist es. Da ein Pfennig, Deutsches Reich. Ja, und so ein paar kleine UFOs. Das ist wieder dieser berühmte, dieses Buntmetall-Dingens. Ja, ich glaube jetzt große Rätsel bleiben mir nicht auf. Ich mache jetzt aus, säuber dit, diese Teile, dass wir wissen, was da drauf steht und dann beende ich das Video. Also bis gleich. So, ich habe das erstmal grob gereinigt. Tja, Rätsel hebt mir das auf. Ich weiß nicht, was das ist. Was ich weiß ist, dass das Tatsache Silber ist. Und hier ist ein Schriftzug, also zwei Namen stehen hauptsächlich drauf. Rudolf Rothe, dann S.L. LBF. Und Hans Kleiner, W.S. Und dann 2230, ne? Und da unten steht die 800, 800er Silber. Und das ist überall bei diesen Dingern. Und ja, das ist doch... Also hier ist, das kann man doch ein und aushaken. Ja, eine Physik, nee, ist das ein, ich kann nicht sagen, was das ist. Und die Dinger waren irgendwie, ne, da seht ihr ja überall, wie das da so rausfutzelt, rechts und links. Ja, als wenn die mit einer Art Schnur oder mit Stoff miteinander verbunden waren. Tja, was das war, weiß ich nicht. Irgendwie was Cooles. Mich würde freuen, wenn einer von euch die Abkürzung vielleicht, wenn er die erklären könnte, S.L. und dann dieses LBF. Und W.S. 22, 30 wartete. Also 30 dachte, könnte ja die Jahreszahl sein. Aber was soll 22 sein? Also, falls euch irgendwas zu dem Teil einfallen sollte, cool ist es auf jeden Fall. Ne, morgen werde ich sauber machen. Jetzt muss ich heiern gehen. Ja, war, ich sag mal, ich war anderthalb Stunden. Tja, hat sich doch gelohnt. Ich freue mich total, dass ich die Anstecknadel gefunden habe. Und der Knopf ist cool. Ja, der Bleisoldat hat mich auch gefreut. Der hintere Wart. Ja, hat sich gelohnt. Und das ist natürlich hier der Knall im All. Das ist der Wertungssieger. Wunderbar. Okay, damit danke ich mich bei euch und schlaft gut. Ciao.